Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Heute ist es das zweite in diesem Jahr. Diesmal geht es wieder auch um RAP. Die letzten Webinare sind ja meistens um RAP gegangen. Ist auch, glaube ich, deswegen interessant und wichtig für uns, weil RAP ist einfach das, mit dem wir uns jetzt relativ oft und immer mehr beschäftigen müssen und beschäftigen tagtäglich. Wir sind vor, glaube ich, 2, 3 Monaten haben wir schon geredet, Sören, oder, dass wir wieder mal was machen wollen zum RAP und dem Validieren, weil das oft ja nicht so intuitiv und einfach geht. Und weil sie da ein bisschen was getan hat, und da gibt es die Value Hypes, wo was geprüft wird, oder ich werde ein bisschen was Herz sagen mit den Mandatory Checks, weil man glaubt es nicht. Da ist immer noch nicht sehr viel out of the box. Man muss leider wirklich immer noch ein bisschen was dafür programmieren, aber mehr dazu später. Also, wie auch immer, RAP, endlich checken ist der Titel. Es geht darum, wir wollen Validierungen und Prüfungen heute zeigen, wie das im RAP so weit geht oder besprechen, wie das geht. Mein Name ist Jochen Fürsleitner. Ich bin seit sehr langer Zeit schon im SAP-Bereich tätig. Habe noch mit R2 begonnen, kenne die ganze ABAP-Welt von R2 bis jetzt. Beschäftige mich jetzt in letzter Zeit hauptsächlich mit RAP-Entwicklung, Fiori Elements. Ja, Tommy Biegel, bin auch schon seit sehr langer Zeit, na, bei weitem nicht so lange wie der Fürs, aber auch schon lange im SAP-Umfeld tätig. Mache sehr viel mit Fiori, mit RAP, aber auch all das andere Zeug, was irgendwie rund zu ABAP Cloud und so gehört. Bin als Trainer unterwegs, das heißt, wenn es irgendwer Schulungen haben möchte, auch für Schulungen für RAP, für Fiori, Fiori Elements, ABAP-Entwicklung, Clean Code, da bin ich überall unterwegs. Die richtige Richtung. Hi. So, das bin ich, ja. Sören Schlegel. Schönen guten Tag, wie man vielleicht am fehlenden Wiener Akzent hört, aus dem Süden Deutschlands. Was mache ich den ganzen Tag? Überwiegend ABAP-Entwicklung, spezialisiert aufs ganze moderne Zeug, das heißt Thema CDS, OData, die Cloud-Kisten, RAP, S/4HANA-Entwicklung seit mehreren Jahren. Genau, mittlerweile auch Sub-Champion seit 1,5 Jahren oder sowas. Genau, und eben auch als Trainer unterwegs für wieder kundenindividuelle Workshops, Learning Room Sessions etc. pp. Genau. That's me. Perfekt. Das gilt natürlich auch für mich. Ich mache auch einige Workshops und Schulungen und das betrifft auch unsere beiden Firmen eigentlich. Wir machen das ja immer so als eine Kooperation, eine Webinar-Kooperation, möchte ich fast sagen. Cardaxo und Brandeis Consulting. Also neben unseren Beratungstätigkeiten und so weiter machen wir einfach sehr viel auch Coaching-Workshops in allen Entwicklungsthemen eigentlich. Bei euch, Sören, kommt sicherlich auch SQL Script und so dazu. Ich glaube, da ist natürlich der Jörg schon einer der Die Koryphäe, würde ich wahrscheinlich sagen. Wenn es um SQL Script geht, muss ich immer nur an euch denken und nehme dann meine Bücher, die von euch, also die von euch, aber die vom Jörg sind, und die helfen mir dann wunderbar weiter, um ehrlich zu sein. Und du bist nicht der Einzige, der schon mal ein Buch gekauft hat bei ihm, von daher scheint sich's durchgesetzt zu haben. Hast du? Okay, super. Okay, vorher, wir haben ein paar so Community-News noch schnell reingebracht, weil ich glaube, ein paar ganz interessante Sachen waren, die vielleicht einige wissen oder einige nicht wissen. Das erste ist einmal, wir haben am diesen Mittwoch diese FioriConf veranstaltet, zusammen mit Tobias und mit Sascha. Es hat gegeben 10 Vorträge, 5 Deutsch und 4 und 5 Englisch, 6 irgendwie so halb ungefähr deutsch-englische Vorträge. Es waren aus unserer Sicht, und das ist jetzt nicht gelogen, wirklich gute Vorträge, wirklich sehr, sehr gute Vorträge. Den Stream kann man auch jederzeit nachschauen. Highlight war für mich sicherlich natürlich die Keynote jetzt in der Früh vom Thomas Reis. Für mich ist der Thomas Reis immer so der Mr. Fiori, also der viel bloggt und viel schreibt und seit Jahren dabei ist. Und für mich war auch das Interessanteste, war, dass er den ALE iDoc Inbound Adapter programmiert hat, weil er mit dem immer wieder zu tun hat. Er super was gelernt hat. Vor 30 Jahren hat er das programmiert, hat er gesagt. Okay, FioriConf, aus meiner Sicht super gelaufen. Was gibt es von dir? Ja, ich habe auch sehr viel Spaß gehabt und die Vorträge waren echt spitzenmäßig. Ich hab mit gute Vorträge gerechnet, aber die waren echt sehr gut, spitzenmäßig. Ich war sehr beeindruckt. Aber Sören Detto wahrscheinlich. exakt, alles Beste. So, das geht jetzt an dich, Sören. Genau. So als deine vorgreifend in dieser Woche wird gleich der Füchs berichten, dass noch ein paar andere Sachen stattfinden werden.
In Mannheim organisieren wir im Regelfall alle 3, 4 Monate einmal die HANA Tech Night. Alles Themen, die sich um die moderne HANA-Entwicklung drehen, nicht immer mit ABAP. Das finde ich manchmal doch sehr traurig, aber gut, es gibt noch Menschen, die wollen ohne ABAP leben, was ich nicht nachvollziehen kann. Und am 3. Juni ist wieder die HANA Tech Night im Muffinex in Mannheim unter dem entsprechenden Link unten zu finden. Es gibt Vorträge wieder, es gibt Bier, es gibt Pizza, alles, was ein Entwicklerherz glücklich macht. Sind wir im dritten Ascher in Mannheim? Nein, ich nicht. Gell? Vielleicht, okay, na, das ist noch, das haben wir noch nicht am nächsten Tag erst. Geht es in einem Antrag verschieben vielleicht? Das passt schon. Müsst die Links jetzt nicht auswendig lernen oder quasi aufschreiben. Ich schicke dann heute, spätestens Montag, schicke ich sowieso natürlich die Folien dann kurz aus an alle, die dabei waren. HANA TechNet. SQL Script wird wahrscheinlich Thema sein, irgendwo wieder, irgendwo versteckt Ja, es kommt vielleicht. auch recht viel in der Ecke. Machine Learning ist, glaube ich, diesmal ein Ah, okay. Thema, AI und was es da alles so gibt. Weil passend dazu, nächste Folie. Ah ja, genau. Ah, genau. Machen wir auch in den gleichen Räumlichkeiten am 3. Juni ebenfalls von 10 bis 16 Uhr eine Code Jam. Eben im Vitali ist, glaube ich, am Start, der halt das Thema Machine Learning unter S4HANA coacht, beibringt, rüberbringt, wie auch immer. Das heißt, das Schöne ist, man kann dann morgens kommen, kann zur Code Jam, kann dann 2 Stunden sich die Beine vertreten und dann geht es gleich wieder TechNight weiter. Also wer es wirklich schön geben will. Und da kann dann von 10 bis 21, 22 Uhr in den gleichen Räumlichkeiten seinen Spaß haben. Also, wir haben ja auch schon zwei, dreimal so ein Coaching organisiert in Wien und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Die SAP ist da sehr, sehr nett, möchte ich jetzt einmal sagen. Schickt dann einen Experten vorbei, das kann ein Developer Advocate sein, das kann aber auch ein anderer aus der SAP Community von der SAP sein. Der kommt her, hält seinen Vortrag, das Einzige, was er kriegt, und dafür ist eigentlich so Pizza und vielleicht was zum Trinken und das war's. Also, ein Coaching, man muss sich nur organisieren, man muss auch Räumlichkeiten, Essen und so weiter zur Verfügung stellen und es sollte halt offen sein für auch andere Teilnehmer, aber sonst kann jeder Coaching organisieren und die SAP schickt dann Experten vorbei. Super Sache, hat immer gut funktioniert bis jetzt bei uns. Weil gerade die Frage war, ob die Code Jam schon ausgebucht ist. Die Code Jam ist, glaube ich, noch ziemlich frisch aufgelegt, erst irgendwie vor einer Woche. Da gibt es noch kaum Anmeldungen. Es gibt 2 Code Jams. Ich glaube, einmal im Rahmen der Code Connect zum Thema CAP. Und das ist dann nochmal so eine Parallelveranstaltung für alle, die vielleicht weniger Interesse an CAP haben. Die können sich dann die Code Jam anschauen. So, dann eine andere Sache noch. Wir, vielleicht kriegen es auch einige immer wieder mit. Wir machen auch so regelmäßig unsere Stammtische. Wir in Wien machen jeden ersten Donnerstag. Es sei denn, es ist ein Feiertag, dann ist es dann der nächste Donnerstag wahrscheinlich. Wir machen jeden ersten Donnerstag in Wien einen Stammtisch, treffen uns, reden ein bisschen über SAP, ein bisschen über vielleicht Programmieren, S/4HANA, schimpfen manchmal ein bisschen über die SAP. Das ist natürlich auch Teil des Stammtisches, aber immer im positiven Sinn natürlich. Und ja, ist einfach eine nette Möglichkeit, sich zu treffen und zu organisieren. Gerne neue Leute immer willkommen. Also, wenn jetzt welche aus Wien dabei sind, einfach vorbeischauen. Es gibt, ich habe den Link reingegeben. Man kann es auch, wenn man googelt, einfach schon Stammtisch Wien, kommt man sofort hin, kann man sich anmelden und einfach einmal dazukommen halt. Ist immer, glaube ich, ganz nett zum Netzwerken auch. Und ihr, Sören, habt ja auch in Karlsruhe einen Stammtisch, den ihr, glaube ich, gestern wieder gehabt habt, nehme ich an. Genau, ich weiß gar nicht, ob der Tobias Fotos gepostet hat auf Twitter oder X, noch gar nicht gesehen. Ja, Ja, schon. genau. Das Problem ist bei uns, wir sind leider nicht ganz so kontinuierlich immer der erste Donnerstag, sondern es wird irgendwann mal irgendwo in Karlsruhe einmal im Monat einen Tag geben. Dementsprechend am besten der Tobias organisiert den unter seinem Eventbrite-Account da mal den Follow-Button setzen und dann auch gegebenenfalls mal spontan sein, weil wir das auch immer vielleicht 2 Tage vorher erst entscheiden, wann wir uns treffen. Das kann ein bisschen besser werden. Und das Fragezeichen ist da drunter einfach, vielleicht gibt es andere Leute, die gerne Stammtische machen. Kommt auch auf uns zu, wir können auch helfen und die Connections zur SAP herstellen. Gibt auch vielleicht sogar ein bisschen Unterstützung von der SAP, schauen wir mal, außer die Groups. Ja, auf jeden Fall, hoffentlich kommen ein paar weitere Leute mal dazu. Nächstes Thema, Code Connect, das werde ich jetzt ein bisschen schneller durchgehen. Ich glaube, das wissen eh schon alle, dass wir am 6. Juni im Rahmen dieser Code Connect die ABAP-Conf veranstalten. ABAP Conf 2024 on-site in St. Leonroth.
Dritter, vierter, fünfter sind vor, ist er vorgeplänkelt. Na, stimmt nicht ganz natürlich. Am 3. Juni ist eine Cup-Coach, die du schon erwähnt hast, die sicherlich für alle toll ist, die sich für Cup interessieren oder das als Schwerpunkt sehen. 4. Juni ist die Recap. Da geht es den ganzen Tag nur um Cup, Cup, Cup. Ich glaube auch mehrere Vorträge, mehrere Sessions parallel und so weiter. Am 5. Juni ist die sehr bekannte UF5Con. Auch eine riesige Anzahl von Vorträgen. Da ist natürlich der Schwerpunkt UI5, da wird man wenig ABAP sehen. Ich weiß gar nicht, ob Fiori Elements vielleicht dabei ist, da geht es wirklich um UI5-Programmierung, JavaScript, Web Components und die ganzen Sachen. Sicherlich ein Highlight, ich glaube, der DJ Adams ist an irgendwo in einer Keynote, habe ich den auf gesehen, an, entweder am 4. oder am Wenigstens mal bei der 5. Recap, aber. Ja, ich weiß jetzt, ja. Und am 6. Juni auf jeden Fall wird die ABAP-Conf auch dort stattfinden. Es gibt wahrscheinlich demnächst, das weiß ich nicht, ob der Tobias jetzt dort gerade zuhört, aber demnächst geben wir dann noch weitere Tickets frei, sind noch welche, also, die sich registriert haben. Wenn ihr Interesse habt, noch kein Ticket habt und dabei sein wollt, registriert euch noch. Also, es kann gut sein, dass da noch genug Tickets auch dann vergeben werden für die ABAP-Conf. Genau, Again, aber die Tickets braucht man nur vor Ort. Das heißt, es wird auch gestreamt. Das heißt, es ist auch ein Online-Event. Das heißt, wer vor Ort sein möchte, braucht ein Ticket. Die anderen können sich gern auch zu Hause auf der Couch das Ganze auf YouTube reinziehen. aber es möchte doch jeder dich sehen, oder? Das ist doch das Highlight mit der kurzen Hosen. Mal anfassen, mal fühlen Ja, ja. und in deinen Haaren schnuppern. Wunderbar. Es wird viel drumherum geben. Es gibt einen dritten Raum, wo die SAP einiges organisieren wird, wo man Leute von der SAP, die man sonst vielleicht ganz selten im Zugriff hat, wirklich fragen kann und sagen kann, wie ist das jetzt da mit diesem RAP-Generator, lieber Audrey Fischer oder so weiter. Also das könnte ganz, ganz nett werden, glaube ich, auch das vor Ort zu sein. Okay, alle Details www.codeconnect.dev, das sind auch alle Links zu allen Events. Man kann sie, Tickets sind wahrscheinlich nicht mehr für da, aber zumindest in die Warteliste und vielleicht gibt es dann wieder Tickets, die nachrutschen. Gut, das war's schon. Das 16 in den Folien, das ist nochmal ein bisschen ein Detail zu dem. Ah, dann das Letzte, was mir gestern aufgefallen ist, vielleicht haben es alle mitgekriegt oder viele mitgekriegt, es gibt wieder eine neue Developer Edition, die ABAP 2022 Developer Edition, sowohl in der CAL als auch in der Docker-Umgebung. Bis jetzt haben wir ja nur 1909 gehabt, für die sich damit beschäftigt haben. Mit 2022 haben wir natürlich jetzt endlich sozusagen alles, was auch RAP betrifft, auch lokal am Laptop zum Üben. Das haben wir bis jetzt nicht gehabt, eigentlich, außer in der BTP. Jetzt gibt es das. Und 2022 ist völlig ausreichend vom System. Das ist auch das, was jetzt alle Kunden aus meiner Sicht draußen haben. Ich habe erst einen Kunden, der ein neueres System hat. Der Rest ist 2022 oder älter. Da ist auch der Link zum Download. Einziger Hinweis, wenn man Docker verwendet, 32 GB ist schon sehr, sehr empfohlen vom Laptop. Sonst ist nicht gut. Und wenn man Cloud Appliance Library nutzt, wenn man das System sehr, sehr oft aktiv hat, muss man mit, ja, kann man mit 300 € vielleicht sogar bis 500 € im Monat rechnen, weil man das wirklich jeden Tag 8 Stunden laufen hat. Und sonst kostet es nochmal nichts oder fast nichts. Wobei, wenn man danach guckt, findet man auch irgendwo mal eine Kalkulation vom Frank Jentsch zum Thema Free Tier, die jetzt ja bald nicht mehr so free ist. Wie die Kosten, die zusammensetzen, sind irgendwie bei 40 Euro die Woche, wenn man das halt irgendwie die Arbeitszeit irgendwie Montag bis Freitag bis 18 Uhr laufen lässt. So, dann etwas Neues, was uns der Sören und ich vor 2, 3 Monaten überlegt haben. Und zwar, wir machen immer diese Webinare. Die sind da, die machen wir auch weiter, die sind gratis und for free und so weiter. Aber dann haben wir doch gemerkt, es gibt ein bisschen Bedarf, vielleicht längere Art Webinare zu machen. 2 Stunden, 4 Stunden, weil man vielleicht manche Themen ein bisschen intensiver behandeln möchte und weil vor allem ihr draußen das auch selber machen wollt. Und das geht halt in diesem gratis Webinar einfach nicht. Deswegen gibt es die Idee von uns. Wir bieten, und das ist die Frage jetzt an euch draußen auch, ob es so Interesse gibt dann eigentlich. Wir wollen anbieten, so 2- bis 4-stündige via Zoom-Online-Webinare oder Hands-on-Webinare, möchte ich es nennen, die jetzt da so ein bisschen geteilt sind. Wir machen ähnlich wie jetzt so Vorträge, erklären irgendein Thema. Und dann gibt es aber Übungen. Dann macht jeder diese Sachen, die wir zum Beispiel heute machen mit Validieren, macht es einfach selber. Gibt es eine Übung und wir helfen aber dabei, wir coachen. Also ein bisschen Vortrag und Übungen, immer kombiniert. Sehr spezifische Themen, also nicht so sagen, 4 Stunden und ich lerne jetzt RAP 101 und alles. Das wird es nicht sein, sondern es wird immer ein sehr herausgeschnittenes, spezielles Thema sein. Die Idee zumindest. Die Idee ist auch, wir wollen das nicht mit 50 Teilnehmern oder 100 Teilnehmern natürlich machen, geht nicht, sondern maximal 12 Teilnehmer. Und die Coaches werden immer sein, Sören, Tommy, ich oder ähnlich gute Leute. Ich denke jetzt gerade, wenn es SQL Script wäre, würde wahrscheinlich Sinn machen, dass der Jörg vielleicht da mithelfen würde dann. Also immer Top-Experten sollen das machen. Es ist so ein bisschen eine Kooperationsidee zwischen Brandes Consulting und uns,
wo wir mal wieder was eben gemeinsam machen wollen. Da kommt vielleicht sogar auch noch mehr. Und ja, okay, es wird nicht gratis sein, aber aus meiner Sicht sicherlich sehr, sehr wertvoll, natürlich. Nona nicht. Das sind so mögliche Themen, die wir uns jetzt einmal gebrainstormt haben, ist zum Beispiel heute Validierung in RAP. Natürlich kann man das ein bisschen intensiver machen, wo jeder das selber eben hands-on ein bisschen übt. Oder RAP-Actions oder Erweiterungen im RAP, ein wichtiges Thema. Wie kann ich in Zukunft erweitern? Die CDS Custom Entity, die ist auch immer wieder so eine Frage, wie geht es jetzt, was für Einschränkungen gibt es da? Kann man super verwenden, aber nicht überall. Die DCL Data Control Language kommt immer mehr und viele wissen nicht noch nicht, wie man das jetzt analysiert, wie man das checkt, ob da jetzt ein DCL quasi gelaufen ist oder nicht, wie man selber was baut. Unit-Tests und. Gibt es noch viel mehr natürlich. Und ich hätte einfach ein kleines Google-Dokument vorbereitet. Ihr könnt das jetzt abscannen, aber ihr müsst natürlich nicht. Das kommt dann im Link, wo ihr einfach bitten würdet, wenn jemand Interesse hat, bitte tragt euch dort ein. Und da gibt es auch dann eine kleine Multiple-Choice-Auswahlliste möglicher Interessen oder möglicher Themen, falls jemand Interesse hat. So, und jetzt aus. Jetzt kommt der große Schnitt. Jetzt beginnen wir mit dem Webinar-Thema RAP endlich checken. Und deswegen übergebe ich mich jetzt, lieber Sören, an dich, glaube Bin ich. dabei, ich bin dabei. So, jetzt sehe ich auch die wunderbaren Folien. Keine Sorge, so viele Folien wird es von meiner Seite aus nicht geben. Was geht es denn dann unserem schönen Themengebiet? Und zwar habe ich jetzt vor kurzem mal mich ordentlich austoben dürfen mit dem ganzen Thema Validierungen. Na, wie man so eine Validierung, die einfachste Variante, werde ich gleich mit einsteigen, sind die Validations, die wir ja aus dem RAP-Szenario kennen. Aber es gibt auch noch diverse Spielereien davor, darum, dahinter und danach. Fangen wir mal an mit der Standard-Validation. Was heißt das? Wird jeder hoffentlich schon kennen. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine Tabelle oder ein Business-Object für Movies und jedes Movie wird einem Genre zugeordnet. Na, dann habe ich hier meine Datendefinition. Ich habe hier meine Behavior Definition. Ich habe hier eine Behavior Projection on top gesetzt. Und wie man hier sieht, habe ich eine Validation definiert. Ne? Check Genre, also sprich, dass ein Genre eingetragen wird, welches auch idealerweise vorhanden ist. Gut, was machen wir dazu? Ich gehe jetzt mal hier in meinen hoffentlicherweise richtigen Service, der, wo das schon drin ist. Ich gehe in die Preview. So. Für mein Coding aus. Ich sehe jetzt hier, da sind schon ein paar Einträge angelegt worden. Ich gehe jetzt beispielsweise auf The Dark Knight und bin dann erstmal schockiert, dass der Film jetzt auch schon wieder fast 16 Jahre alt ist. Gell? Also man wird einfach nicht jünger. So, wenn ich jetzt hier auf Edit klicke, na, genau, habe ich diverse Genres. Ich weiß jetzt, die ist jetzt aktuell ein sehr einfachen Beispiel von irgendwie 1 bis 9 durchnummeriert. Jetzt tippe ich mal hier das Genre 12 ein und mache mir mal einen Breakpoint in meiner Validation-Methode. Na, wie so eine Validation aussieht. Ich glaube, das ist ja auch wirklich fast der Content aus dem wirklich Early Basic-Szenario. Das heißt, ich definiere in meiner Behavior Definition eine Validation. Ich sage, dass diese beispielsweise on save beim Create oder beim Update ausgeführt werden soll oder beim Delete oder bei einer Änderung auf einem Feld. Und Problem ist halt, dass Validations immer on save sind. Ist jetzt ja in einem klassischen OData-Szenario ohne Draft eh kein Problem. Weil Draft ist lustig, dazu kommen wir dann gleich. So, jetzt gucke ich mal an, Vorwärtsnavigation, wie meine Check-Genre aussieht. Ich prüfe halt, wenn es halt eben leer ist, ne, dann gibt es eine Meldung, dass es gepflegt sein muss. Und wenn es halt eben eine ID ist, die nicht bekannt ist, dann gibt es halt entsprechend auch wieder eine andere, anders geartete Fehlermeldung. Also, wenn ich jetzt hier die 12 eingebe, auf Speichern klicke, dann komme ich in meinen Debugger. Da sehe ich jetzt hier eine Genre-ID 12. Ich mache meine Abfrage. Nö, found wurde es nicht. Also gibt es jetzt hier entsprechend eine Fehlermeldung. Genre 12 ist unbekannt. Kann keiner was mit anfangen. Bitte was ordentlich pflegen. Alles klar? Soweit, glaube ich, kennen es auch die meisten schon. Und
Jetzt gibt es auch noch schönere Varianten, beispielsweise, oder beziehungsweise machen wir mal was. Wenn wir jetzt in den Draft gehen, dann haben wir ja den Vorteil, dass beim Draft ein bisschen mehr Interaktivität da ist. Ja, das heißt, ein bisschen mehr Interaktivität. Ohne Draft habe ich eine Anwendung und da gibt es halt einen Speichern-Button und erst wenn dieser Speichern-Button gedrückt wird, dann geht der Roundtrip los. Erst dann geht es ins Backend, erst dann finden im Backend Validierungen, Prüfungen, Ausführung von Aktionen statt. Beim Draft ist man da flexibler. Wenn wir jetzt hier beispielsweise sehen, wenn ich jetzt hier in den gleichen Eintrag reingehe, ne? So, ich klicke hier auf Edit. So, dann geschehen ja mit jeder kleinen Änderung, wenn wir jetzt mal hier die Seite aufmachen, gehen wir auf den Netzwerk-Traffic und jetzt tue ich der Dark Knight 2 reinschreiben und jetzt sehe ich hier, ah, diese Änderung hat schon zu einem Patch geführt, dass genau dieses Feld Title geändert wird. Jetzt würde ich gerne dem Anwender anbieten, dass er direkt instant validieren kann, ob das, was er eingibt, gut oder schlecht ist. Ja, ich habe in Validation geschrieben, wo ich jetzt halt eben sage, ja, ich prüfe bitte das Genre ab. Ne? Wenn ich jetzt hier beim Genre, sehe ich jetzt hier, ich habe 1 bis 7, ich gebe jetzt hier Genre 10 ein. Ups. Naja, auch schon eine Fehlermeldung, ne? Weil es falscher Datentyp ist. Das kriegt es auch noch alleine hin im Frontend. So, und jetzt. Na. Na. Na, na, na. So, einmal weg. Ja. So. Und jetzt gibt es hier noch die Fehlermeldung von vorhin, aber das Genre wird jetzt noch gar nicht geprüft. Also die Validation ist irrelevant. Das heißt, erst wenn ich hier auf Save klicke, wenn es sich jetzt hier nicht verschluckt hätte wie irgendwas. Danke, Fiori Elements. Hast du ein Opfer an die Demogötter gebracht heute? Ja. Ah, leider nicht. Leider sind die Katzen der Nachbarschaft langsam alle aus. So, jetzt klicke ich hier auf Save. Und dann geht es halt eben ins Backend. Und erst beim Save gibt es dann klar auch hier die Prüfung über die implementierte Validation und entsprechend dann auch eine Fehlermeldung. Ja, ist hier mit V4 und Co. ein bisschen anders aufbereitet. Okay, wenn ich jetzt, ist jetzt in dem Fall jetzt unkritisch, na, ich habe jetzt hier vier Felder, stelle ich mal vor, ich habe einen Kundenauftrag mit 185 Feldern, den ich anlegen will. Das macht jetzt halt weniger Spaß, ne? Weil ich dann ganz viel eingebe, ich gebe ein Material ein, gebe eine Menge ein, gebe einen Preis ein und dann klicke ich halt irgendwann mal auf Speichern, heißt es, ja, das Material gibt es gar nicht. Ja, danke, das hättest du mir auch schon 10 Minuten vorher sagen können. Also, was gibt es für Möglichkeiten, das zu validieren? Wie gesagt, dieses Beispiel ist jetzt hier im Draft-Szenario. Eine der einfachsten Varianten, die ganz cool sind, ich gehe jetzt hier beispielsweise einfach in die Daten, in die Annotationen und kann beispielsweise mit dem Zusatz Use for Validation, ne, die Suchhilfe, die ich an dieses Feld gebindet habe, verwenden, dass halt eben eine Werteprüfung dann stattfindet. Ich glaube, das gab es auch schon zu Subgui-Zeiten. Also no new shit. Jetzt hoffen wir auch mal, dass gleich die Annotation übernommen wurde. Das ist ein bisschen gefährlich, so. Buffering und Caching, das hatten wir schon auf der FioriConf als ein sehr leidliches Thema erkannt. So. Wenn ich jetzt hier wieder das auswähle. Ja. Schon noch am Laden, da würde mich halt gerade ärgern. Sehr schön. So. Jetzt gibt es halt direkt eine Werteprüfung. Und diese Werteprüfung findet dann an die angebundene Suchhilfe statt. Wert 10 nicht existent, dementsprechend Fehler. Wunderbar. Ich habe mich hier ein bisschen wahrscheinlich mit Text und dem ID verkünstelt, deswegen die Suchhilfe ein bisschen zickig ist. Okay, das ist die einfachste Variante. Diese Syntax und dieses Use for Validation habe ich irgendwann mal vor, ich glaube, geraumer Zeit schon gesehen, habe dann das wieder nicht mehr gefunden und wieder Ewigkeit gesucht, bis ich wieder wusste, wie heißt nochmal, wie war nochmal diese Property? Use for Validation, macht einen Screenshot, macht ein Wandtattoo draus.
ist die einfachste Variante für eine Werteprüfung. So, Problem ist aber, dass dieses Use for Validation halt doch ein bisschen doof ist. Ja? Gibt es einen Eintrag, dann okay, gibt es keinen Eintrag, dann halt eben nicht. Wenn ihr da jetzt aber Logik reinbringen wollt, um irgendwie, keine Ahnung, ich trage Menge und Wert ein und wenn jetzt halt die Gesamtsumme größer als x ist, dann muss es eine Fehlermeldung geben. Ne? Ich hoffe, ihr könnt es abstrahieren. Und dann soll es entsprechend auch wieder eine Meldung geben, also der Benutzereingabe geprüft werden. So. Ja. Dann gibt es nämlich die Möglichkeit, eine Validation direkt auszuführen, und zwar über eine, die Term nicht ganz, die Termine-Action. Was heißt das jetzt? Wir haben festgestellt, die Validation wird immer on safe ausgeführt, was wir vielleicht doof finden. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit schaffen, dass eine Validation von uns proaktiv angetriggert wird oder ausgelöst wird. Dafür gibt es die Möglichkeit, die Validation, ne, an eine Determination Action oder Determine Action zu koppeln. Und das ist dann eine Aktion, die nicht wie eine, so eine Standard, wie eine normale Action, die wir auch sonst wo kennen, ausführbar ist. Aber die hat dann jetzt nicht irgendwie, tut irgendwelchen Status oder was umsetzen, sondern wir können dann hier sagen, dass Validations und Determinations ausgeführt werden sollen. Und das können wir wirklich proaktiv antriggern. Jetzt ist das Thema, wie triggert man sowas an? Wie sagen wir hier bitte, wenn ich jetzt dieses Feld ändere, verwende eine, ruft diese Determine-Action auf. Dafür gibt es jetzt zwei Varianten. Variante 1, beziehungsweise Variante 1 und 2 sind fast identisch, sind ja diese Side-Effects. Side-Effects gibt es, glaube ich, erst seit 2022, also erst vor 2022 verfügbar, über eine über Coding entsprechend in der Behavior Definition. Das heißt, ich schreibe hier Side-Effects rein. Ne? Sag jetzt hier, dieser Side-Effect ist für diese Determine-Action, Check-Input aus, ne? Und wird auf dem Feld Genre-ID, wird dann ausgelöst, wenn halt eben das Feld Genre-ID sich ändert. So, wieso hat das jetzt aktuell noch nicht funktioniert? Richtig. Der Klassiker, man muss auch diese ganzen Use-Operations verwenden. Ne? Sonst wird der Side-Effect gar nicht angetriggert. Also, was geschieht? Side-Effect sagt, Feld ändert sich. Frontend hat diese Information bei Feldänderung. Bitte Aufruf machen und dann wird diese Validation ausgeführt. So. Ein Refresh. So, dann machen wir mal hier den Netzwerkverlauf wieder leer, aber dann seht ihr, bin ich jetzt hier. Ja. Das Genre wieder auf den Wert 10 ändere. Dann sehe ich jetzt hier, dass eine Fehlermeldung erzeugt wurde. Und ich sehe hier einen Batch-Call, der halt einmal den Patch gemacht hatte. Ne? Sprich, ändere mir bitte mal das Feld. Und ich sehe zusätzlich einen Post, der die Methode Check-Input aufruft. Also sprich, da sagt dann das Frontend, hey, führe mal diese Aktion aus. Die Aktion stellt fest, ja, cool, ich führe die Validation aus und die Validation antwortet mit einer Fehlermeldung. Man könnte das jetzt, weil es ja Frontend technisch getriggert ist, irgendwie versuchen zu hacken, in Anführungsstrichen. Aber die Validation wird ja on safe immer ausgeführt. Das heißt, ja, wenn ich jetzt irgendwie diese Prüfung über Code-Manipulation austrickse, beim finalen Speichern wird die Validation sowieso ausgeführt und somit können auch keine inkonsistenten Daten entstehen. Jetzt ist das Problem, wie ich gesagt habe, Side-Effects gibt es erst seit 2022. Ne? Jein. Und zwar, Side-Effects gibt es schon länger. Ich glaube, seit gefühlt an Beginn der Zeit. Ich glaube, ich habe es mit 1909 schon verwendet. Da muss man aber Local Annotations pflegen. Diese Local Annotations werden teilweise über das Guided Development oder ja, Guided Development geliefert aus dem VS Code. Aber
Actions sind da ein wenig außen vor genommen. Das heißt, da muss man ein wenig die Doku wälzen, um dann herauszufinden, ne, dass dann der, was ich sage, an dem Target, ups, Admin D-Type, ne, das ist jetzt hier meine Entität, wenn sich jetzt da an der Source Property Genre ID was ändert, dann wird eine Trigger Action ausgeführt, die heißt dann Check Input. Du Servin, kannst du ein bisschen größer machen, bitte? Man kann das schwer lesen. Besser? Amen. Danke. Perfekt. Wunderbar. Dann wird halt eben diese Trigger-Action ausgeführt, die ich hier in diesem String definiert habe. Das habe ich jetzt im anderen Projekt aktuell mich damit ausgetobt. Man kann mit diesen Side-Effects wirklich in alle Richtungen hoch und runter springen. Sprich, wenn ich jetzt eine Liste habe, wie ihr jetzt beispielsweise in meiner Anwendung seht, ich habe hier eine Liste von anderen Filmen des Genres, die aus irgendwelchen Gründen nur so halb funktioniert, könnte man es auch praktisch antriggern, wenn ich jetzt dieses Genre ändere von Action auf Fantasy, na, dass auch diese unterstehende Tabelle andere Filme des Genres neu geladen wird. Das kann man auch mit Side Effects machen. Na, mit einem neuen Release können wir das dann im Frontend machen. Im Backend schon. Und sonst müssen wir die Local Annotations gehen. Das heißt, ich tue den Spaß einmal einkommentieren, hab's hoffentlicherweise. Ah, jetzt lädt es nochmal neu. Ich frage von Markus, ob es das Coding im Repo gibt. Ich habe mir da sogar ein Repo angelegt. Stimmt, das kann ich auch public stellen und dann vielleicht nochmal nachher den Link teilen. Gut. Jetzt haben wir den Side-Effekt deaktiviert. Also den Side-Effekt auf dem ABAP. Wir haben jetzt über die Local Annotation jetzt nochmal Daumen drücken, dass es jetzt gezogen hat. Aha, wunderbar. Und er führt halt wieder den Check-Input aus. Aber bisher eine hohe Fehlermeldung. Was habe ich kaputt gemacht? Ah, ja. Da war noch was irgendwie nicht sauber drin mit den Änderungen. Genau. Und jetzt sehen wir, dass ich jetzt hier diese gleiche Fehlermeldung bekomme. Nur habe ich jetzt die Annotation übers VS Code im Frontend gepflegt. Gut. Das waren so mal die ersten drei Beispiele. Genau. Diese Determine Actions können halt eben verwendet werden, um Determinations und Validations aktiv aufzurufen. Man kann eine Determine Action auch als Button einbinden. Ja, beispielsweise, wenn ich das Material ändere, soll ein Bestand nachgelesen werden. Ja, aber vielleicht sage ich jetzt, ja gut, ich habe es doch schon Ewigkeiten nicht mehr nachguckt, lies nochmal neu den Bestand. Mach irgendwelche Währungsprüfungen, whatever. Was ich jetzt auch schon festgestellt habe, was so eine kleine Gemeinheit ist bei diesen Determinations und Validations, sehen ganz schön aus, funktionieren aber beispielsweise im Anwendungsszenario nicht. Da muss man sich halt das Zeug im Update und sonst irgendwie selber zusammenfrickeln. Die Ausführungsreihenfolge, die ist nicht definiert. Das heißt, man weiß halt nicht, ob, also sprich, es kommt zuerst, ich glaube, die Determination, dann die Validation, aber ob jetzt die Validation A oder B zuerst kommt, who cares, weiß man nicht. Und was auch ein bisschen gemein ist, dass man in Validations keine EML-Statements ausführen kann, also beziehungsweise keine EML-Modify ausführen kann, von wegen, ich ändere den Wert und will irgendeine Fortschreibung machen. Bei der Prüfung stelle ich fest, ah, guck mal, da ist der Wert nicht passend. Schreib mir in einem anderen Objekt für da irgendeine Aktion aus. Das geht leider nicht. Und bei Determinations, da muss man auch aufpassen, dass man beispielsweise nicht eine Endlosschleife erzeugt. Weil die Determinations, die werden auch im Hintergrund immer wieder ausgeführt. Das heißt, ich ändere im Feld beispielsweise den Title und dann mache ich eine Aktion bei Feldänderung Title Validation. Ne, und ändere den Titel wieder zurück, weil es der Dark Knight 2 gar nicht gibt oder der Dark Knight 5. Und dann will ich wieder die Determination triggern und dann läuft in so einem Endlos Schleife. Was wir auch schon aus Projekterfahrung hatten, eine nette Variante, wenn man beispielsweise in die Determination einen Funktionsbaustein ausführen will, um was zu ermitteln und dabei halt eben einen Fehler feststellt. Dings kann man leider auch nicht zurückgeben. Die Determination hat keine Reported Structure. Die ermittelt ja nur. Ne? Was man da machen kann, man kann sich die Werte beispielsweise an einem statischen Attribut, der
Behavior Pools speichern und kann sie in der Validation wieder ausgeben. Auch so ein kleiner Ninja-Hack. Habe ich damals mit dem André zusammen ersonnen. André Fischer. So, und die letzte Variante, die es jetzt hier noch gibt, für das Managed-Szenario, sind die Pre-Checks. Pre-Checks kennen, glaube ich, auch recht wenige. Also habe ich jetzt bisher selten mal was von gehört. Was heißt Pre-Check? Pre-Checks können implementiert werden vor nahezu jeder Aktion. Also ich kann vor dem Create, vor dem Update, vor der Delete, vor irgendeiner Customer Action kann ich einen Pre-Check machen. Also diese typischen Prüfungen von wegen, naja, freigeben, aber bevor ich freigebe, prüfe ich erstmal, hast du die Berechtigungen, ist der Wert überhaupt erfüllt oder was weiß ich. Das kann man also in einen Pre-Check reinpacken. Und dabei wird dann eben für jede Methode ein Pre-Check erzeugt, also eine Pre-Check-Methode erzeugt. Ja, das ist immer das Gemeine. Man muss immer erst die Behavior aktivieren, auch wenn es die noch nicht korrekt sind, damit ich die Methode aktivieren kann. Sehr schön. Und hier steht jetzt beispielsweise for create. Es gibt auch Pre-Checks for action und so weiter und so fort. Oder man kann aber auch hier beispielsweise die Pre-Checks kombinieren. Da stelle ich euch nachher mal auf die Folien da so einen kleinen Link. Weil das Problem ist beim Pre-Check Update, dass ihr beim Draft immer nur das Delta bekommt. Ja, das ist beispielsweise auch eine kleine Gemeinheit. Aber schauen wir mal. So. Und je nach Use Case braucht halt mehrere Informationen. Jetzt haben wir den Pre-Check einmal aktiviert, setzen hier einen Breakpoint. Ich glaube, bei beiden wäre das sinnvoll. Gehen nochmal in unsere UI, tun den Side Effect auskommentieren. Laden unsere Anwendung einmal neu. So. Wenn ich jetzt hier was mache, dann sehe ich jetzt, dass der Pre-Check ja ein Update macht gegen den Draft, ne, und dass jetzt die Pre-Check-Update-Methode aufgerufen wird. Wunderbar, also das funktioniert auf den ersten Blick. So, und wenn wir jetzt mal angucken, was für Parameter haben wir denn im Pre-Check? Wir haben die Entities, ne? Das ist Type-Table for Update. Den Typen können wir uns mal anschauen. Ah ja, das sieht doch ganz stabil aus. Da kann ich jetzt hier sagen, loop add Entities into data movie. Und dann kann ich jetzt hier noch sagen, ich glaube, über die Entity gibt es dann diese Control-Fields. Genre-ID equals ABAP true, nicht ABAP true, sondern IF, ABAP DEHV, MK on. Das heißt, wenn ich beim Update das Feld ändere, wird hier das Control-Feld gesetzt. Dann sage ich jetzt nochmal hier ein Endloop und dann prüfe ich entsprechend hier, ich bin mal ganz faul hier, tun das ganze Coding hier mal draufkopieren. Funktioniert sogar. Wunderbar. Aber das jetzt zumindest aktivieren. Kleine Info: Ihr seht hier in den meisten Beispielen, die nicht Draft sind, da macht man immer ein Prozent-Key. Man kann aber auch immer dieses Prozent-TKY machen. TKY ist so eine Technical Key und im Unterschied zum normalen Key beinhaltet diese auch noch die Information, ob sich um einen Draft handelt. Also ihr müsst immer überlegen, wenn ihr im Draft arbeitet, ob ihr jetzt eine aktive Version von dem Objekt oder die Draft-Version auf dem Objekt am Wickel habt. Da könnt ihr auch mal hin und her springen, auch bei der Re-Operation. Okay, wir ändern es nochmal hier auf 12. Es geht wieder in den Debugger. Wir sehen unsere Entitäten. Also in unserem Fall ist es eine. Ich hoffe, ihr könnt unten die Code-Outline sehen, weil es nicht ganz so groß ist. Und dann sehen wir jetzt hier, dass nur die GUID übergeben wurde.
Und dass die Genre-ID übergeben wurde. Und beim Control-Feld sehen wir, dass halt nur die Genre-ID auf 01 gesetzt ist, weil wir halt eben diese geändert haben. Habt ihr beispielsweise das Problem, dass ihr gucken wollt, ob Actionfilme erst ab 2000 zulässig sind, dann müsstet ihr den Draft nochmal per dem Read-EML nachlesen. Habe ich, wie gesagt, irgendwo meinen Blog zugeschrieben. Genau, und hier haben wir das gleiche Spielchen, gleiche Fehlermeldung. Wunderbar. Zack, Genre 12 ist unbekannt. Genau wie wir es gewollt haben. Jetzt die große Frage, das habe ich mehrere Wege gezeigt. Welcher empfiehlt sich? Also, wenn ihr eine simple Eingabevalidierung haben wollt, die eine Suchhilfe gebindet ist, ist es der lowest hanging fruit. Hat aber eben entsprechend den Nachteil, dass da keine komplexe Logik hinten dran sein kann. Ihr habt eine super komplexe View zur Validierung. Dann hat eben die Frage, ja gut, macht man jetzt einen Pre-Check oder macht man so eine diese Determine-Action-Nummer? Weil ein Pre-Check kann ich ja auch alles reinbauen. Ja, ihr könnt im Pre-Check alles reinbauen. Und das ist das Problem. Habt ihr nämlich 73 Felder mit 85 Prüfungen, wird diese Pre-Check-Methode ewig lang. Will man, glaube ich, nicht. Und halt eben mit dieser Determine-Action kann man das halt eben auch nochmal separat dann prüfen. Also dann separat ausführbar machen. Wunderbar. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Dann hoffe ich, ihr seid alle glücklich und ich darf wieder übergeben nach Österreich. Sehr gut, passt. Danke, Sören. Willst du scheren oder nehmen wir das gleich? Ich ja, red du einfach einmal. Ja. Perfekt. Das, was wir uns jetzt anschauen wollen, ist das Ganze jetzt hab ich ihn halt. Danke. Das Ganze bei einem Unmanaged-Szenario. Was wir dort für Möglichkeiten haben, um unsere Prüfungen zu machen. Beim Unmanaged-Szenario müssen wir uns um alles Mögliche selber kümmern. Das heißt, wir haben dort keine Sachen wie die Validations, sondern wir haben dort die. Wir sind gleich dort, wir haben gleich die richtige Folie gefunden. Ja, sieht richtig aus, richtig aus. Genau, passt. Das heißt, da rennt das Ganze ein bisschen anders aus. Da wird dann in der Modification Phase und in der Safe Sequence dann ein bisschen anders reagiert. Wir haben dann einerseits einmal die Methode Finalize. Ich glaube, dass da. Die man quasi nochmal nehmen kann, um dort letzte Prüfungen, letzte Anpassungen, letzte Checks zu machen, um unsere Daten konsistent zu halten. Natürlich können wir dort irgendwelche Validierungen machen und die Fehler, ähnlich wie wir es jetzt gesehen haben, zurückliefern und dem User sagen quasi, hey, na, geht nicht, darf nicht sein. Der nächste Möglichkeit beim Unmanaged ist dann die Check-Before-Save-Methode. Das heißt, da habe ich auch nochmal die Möglichkeit, alles gemeinsam zu prüfen, zu schauen, ob die Daten konsistent sind, ob die Eingaben richtig sind, ob sie alle miteinander zusammenspielen. Kann da auch immer noch Fehler werfen. Das, was dann ob dieser Methode ist, also ob Check-Before-Save, ist eine Prüfung, da kann ich noch was einschmeißen. Wenn diese gut geht, dann darf eigentlich nichts mehr passieren. Also alles andere, was ich dann, da ist dann der Point of No Return erreicht. Wenn dann irgendwo ein Fehler auftritt, dann ist es schon sehr Arsch und muss eigentlich in einem Dump enden. Genau, die Check Before Save verwendet man ja in einem Unmanaged öfters, um dort vielleicht einen Barbie aufzurufen, der halt nur simuliert oder testet, aber dass man dann die Fehlermeldungen zurückkriegt aus dem Barbie und dem User anbietet. Und dann später beim Save ruft man den Barbie quasi noch einmal auf, aber man kann zumindest bei Check Before Save einfach schon mal alle Prüfungen durchführen. Und das ist ja der Sinn von einem Unmanaged-Szenario meistens. Wir haben jetzt gar nicht wirklich eine, glaube ich, Demo großartig vorbereitet von dem, weil eigentlich sollte man Unmanaged nicht mehr verwenden, da kommen wir später dann dazu, oder?
nicht mehr so oft verwenden. Mal später. Genau, da man später dann ein Ding, wie man das jetzt anders, besser, möglicherweise schöner lösen kann. Das heißt, das sind die zwei Haupteinstiegspunkte, um die Prüfungen bei einem Unmanaged-Szenario noch durchzuführen. Natürlich kann man auch schon bei den einzelnen Update-Methoden, also bei den einzelnen CRUD-Methoden, Prüfungen machen. Wenn ich das Update ausführe, wird natürlich die Update-Methode eingegriffen und dort kann ich für diese Entität die Prüfungen machen und auch alles zurückliefern. Da habe ich aber nur diese jetzt aktuelle Entität im Zugriff und kann möglicherweise noch keine Gesamtprüfung alle meiner Updates durchführen. Aber für die einzelne Entität, die Werteprüfung, Konsistenzprüfung des einzelnen Dings, kann ich da sauber machen und auch zurückgeben und sagen, hey, na, du darfst nicht, das geht nicht. So, dann kommen wir zum Feature Control. Genau, das war es eigentlich. Also wir haben jetzt nicht wirklich eine Demo vorbereitet, habe ich auch gesagt, zu diesem Unmanaged-Szenario, weil das haben wir eh, glaube ich, schon so oft gemacht und Es sind einfach Methodenaufrufe, so wie es der Sören Herz gesagt hat. ja. Wir machen die Prüfung, wir liefern die Fehlermeldungen entsprechend zurück in Failed oder Reported. Und ja, also ich glaube nicht, dass wir da dafür ein eigenes Beispiel bräuchten. So, aber es gibt etwas, was, glaube ich, ganz interessant auch wieder ist. Das sind die Feldeigenschaften, wie man gesagt, rap-ähnlich checken. Ihr kennt es auch sicher alle. Man macht in der RAP-Definition, definiert man manche Felder als Mandatory oder read only, aber reden wir jetzt nochmal von Mandatory. Oder man macht sogar dynamisch, dass man sagen möchte, okay, mit dem Feature Control zur Laufzeit möchte man es Mandatory setzen. Und ich bin mir sicher, dass andere auch schon öfters gedacht haben, oh, ich setze das jetzt auf Mandatory und dann, Magic, das ganze Framework kümmert sich um alle Prüfungen. Leider nicht. Also dieses Mandatory-Setzen ist nur so ein ja, rotes Sternerl, was quasi generiert wird. Der Rest muss man leider auch nach wie vor dann zu Fuß eigentlich machen. Und das möchte ich nochmal kurz jetzt auch ein bisschen herzagen, auch speziell ein bisschen auf dieses Feature Control, auch auf das Dynamische setzen. Wir haben das auch in Anfang von den Webinaren schon, glaube ich, intensiver behandelt gehabt. Das Dynamische setzen von dem Feature Control bedeutet, ich kann entweder Felder zur Laufzeit aufgrund von der Logik eben auf Read-Only setzen, auf Mandatory oder auch ohne Einschränkungen, aber es ist wurscht natürlich, also Read-Only oder Mandatory. Oder ich kann auch Aktionen, also sogar die Standardaktionen, Read, Update, Delete oder andere Buttons, Aktionen, die man hinzugefügt hat, dynamisch zur Laufzeit aktiv setzen oder inaktiv setzen. Könnte vielleicht wieder mit einer Berechtigung zu tun haben oder mit was auch immer. Das Ganze kann instanzbasiert sein, das heißt, es hängt mit dem Satz zusammen, den ich gerade bearbeite, oder kann aber auch generell für die ganze Anwendung sein. Und immer wieder im Hintergrund dran denken, wir haben Fiori Elements. Das heißt, das rennt dann alles out of the box in Fiori Elements, wenn wir Fiori Elements dafür verwenden. Alles über die Annotations, der Button ist aktiv oder nicht aktiv. Keiner braucht am Frontend UI5 programmieren. Das macht dann alles das Framework. Also Feature Control. Also nehmen wir an, wir setzen eben dieses Feld dynamisch. Rechts unten sieht man sehr ungefähr. Feld, Features, Double und Instance, dann Order Number. Dann hat man in der Behavior in der Klasse dahinter die Möglichkeit, in einer Methode dynamisch zur Laufzeit das Feld Order Number auf Mandatory oder nicht Mandatory setzen. Jetzt glaube ich, habe ich hoffentlich was zumindest vorbereitet, dass man da mal sehen kann, wie das eigentlich ungefähr ausschaut. Get Instance Features. Das würde ungefähr so ausschauen, die Methode dann, wenn man es implementiert. Oder machen wir zuerst einmal die Behavior, dass man die auch nochmal sieht. Hier zum Beispiel. Features Instance für, ich habe da eine App, dann wird sie gleich sehen, Last Name und First Name und die sollen zur Laufzeit eben, weiß ich nicht, auf Mandatory oder Read-Only oder was auch immer gesetzt werden. Wenn man dieses Features hier definiert, dann hat man dann die Möglichkeit, in der Methode hinten, in der Get Instance Features, die Eigenschaften zu setzen. Der Sören hat vorher auch, glaube ich, eh was gezeigt mit der Abfrage. Ich glaube, du hast vorher abgefragt. Auf ähnliche Art und Weise definiert man hier, also erstens mal mit Read Entities holen wir die Entities wieder rein, dann Lupe drüber. Und hier setzt man dann das Result und setzt dann, ob First Name hier zum Beispiel mandatory ist oder nicht. In dem Fall habe ich es so gemacht,
österreichische Kunden, da ist vor und Nachname mandatory und bei allen anderen ist nur der Nachname mandatory, keine Ahnung, weil wir nicht wissen, ob es einen First Name gibt. Aber jedenfalls so in der Richtung macht man das. Und dieses Mandatory ist jetzt dynamisch zur Laufzeit, das ist entscheidend. Also nicht jetzt ein statisch vorne, wie wir es hier zum Beispiel auch bei diesen Feldern haben. Hier haben wir es ja sozusagen statisch fix definiert, diese Felder, oder auch die Customer ID ist immer fix read-only, oder die City ist mandatory hier immer fix. Das ist eben dynamisch zu laufen. Das ist einmal das erste Wichtige. Okay. Soll ich es sagen? Ah, das war jetzt nicht. Ich sag das fertig, ja. So, und jetzt ist aber das Thema, wie ich gerade vorher gesagt habe, dieses rote Sternchen und so weiter, das werden sicher alle mitgekriegt haben, das ist halt leider nur draußen dann in den Fiori Elements, aber im Backend ist da keine automatische Validierung. Sören, vielleicht hast du neuere Informationen, du bist immer top informiert. Ich habe zumindest auch heute vom Audio Fischer nochmal gehört, deines Wissens gibt es auch nichts Neues, noch nicht, dass da irgendwas das Framework automatisch macht, automatisch diese Muss-Felder prüft. Na, weiß ich auch noch nicht, ob es was Neues gibt. Also. Genau. Und du hast vorher in deinem Coding auch, glaube ich, oben habe ich gesehen, hast auch einen Mandatory-Check gehabt, dass eben das Genre vom Film, glaube ich, Muss-Feld ist oder so, hast auch ausprogrammiert sozusagen, If-Feld und so weiter. Das ist Genau, jetzt nicht. auch manuell Hand angelegt. Genau, jetzt überlegt es einmal, wenn wir jetzt haben, okay, ein, zwei Felder ist es wurscht. Aber nehmen wir an, wir haben vielleicht sogar ein Customizing irgendwo im Hintergrund. Oder wir haben einfach eine Dynamik drin und manche Felder sollen muss oder kann sein. Da müssten wir ja an mehreren Stellen eingreifen. Wir müssen ja in den Feature Instance eingreifen und dort die Felder dynamisch setzen, damit es auch der User richtig sieht. Aber für die Validierung müssen wir hinten das noch einmal quasi ausprogrammieren, im weitesten. Und man muss es programmieren, aber es gibt einen schönen Blog von Audrey Fischer und den möchte ich dann kurz zeigen, in dem wir wieder mit Validation arbeiten. Also so wie hier, ich habe jetzt eine Validation, Validate Name habe ich die genannt, on Save und ich prüfe jetzt die Felder Last Name, First Name und City. Das sind genau die, die entweder dynamisch oder statisch zu einem Muss-Feld werden, hier. Und ich möchte die abprüfen hier. Jetzt gehe ich auf Validate auf die Methode rein. Das ist wieder das Gleiche. Ich lese natürlich mit Read Entities, mit Entities. Und das ist sozusagen jetzt eine statische Prüfung, die ich da mache. Diese statische Prüfung ist jetzt keine Mussfeldprüfung, sondern ich prüfe nach, dass der Last Name muss zumindest mehr als drei Charakter sein. Also das String vom Last Name muss mehr als drei Charakter sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann schreiben wir einfach eine Message raus, Error, und schreiben Name ist zu kurz. Und that's it. Und das dahinter habe ich jetzt auskommentiert. Das wären jetzt so statische Mandatory Checks. Kann jetzt schnell mal einkommentieren. Also nicht dynamisch, das ist einfach jetzt hardcoded, ausprogrammiert und wäre eine statische Prüfung. Ah, ich hab das jetzt seit einer halben Stunde nicht mehr geöffnet gehabt, sorry. Habe ich auch die Demo-Götter nicht? Ich habe keine Katze, die ich opfern habe können. Wir haben einen Hamster. Sollst du nicht deine Katze, sondern die von den Nachbarn. Ja, ah, das ist natürlich jetzt ein, okay, Sag mal, Stress mit sorry. der Familie. So, jetzt noch einmal. Meine Tochter hat Katzen, mehrere sogar. Hatte. So, also das ist jetzt einfach eine statische Prüfung, wie es wahrscheinlich immer wieder auch verwendet wird oder wurde, ist auch okay eigentlich. Und jetzt gehen wir noch in die App rein. So, das ist diese App dahinter, die habe ich natürlich auch nicht refreshed schon längere Zeit. Hoffentlich geht's. Übrigens, weil vorher die Frage war, ich habe mein CAL-System gestern noch schnell eingerichtet, eben dieses 19, neue 20. 2022er System. Das ist in einer halben Stunde erledigt. Also, das ist schnell angelegt. So, okay, da haben wir irgendwas. Ich habe da diese Flugdaten, in dem Fall sind es jetzt die Customer aus dem Flugdatenmodell genommen und habe darauf ein eigenes RAP-Objekt gebaut. Und ich mache jetzt ein Create hier und sage jetzt hier Create und bekomme genau diese Fehlermeldungen. Vorname nicht gefüllt, Nachname nicht gefüllt, Name ist zu kurz. Das sind genau die drei, die ausprogrammiert dort sind. Wie gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt ein Discard. Das hat nichts damit zu tun, zum Beispiel, man sieht auch hier nur City hat dieses rote Sternerl, weil City ist wirklich hart als Mussfeld definiert, wenn dessen First Name und Fast Name dynamisch ist und offensichtlich, das bin ich jetzt auch gerade überrascht, aber offensichtlich werden die dynamischen Felder, die über Feature Control auf Mandatory gesetzt werden, noch nicht im UI dann auch als mit einem Stern dann markiert. So, aber die Prüfung erfolgt, aber wie gesagt, hardcoded. Und wenn ich jetzt was ändern würde hier drinnen, zum Beispiel in der Behavior, dass ich jetzt sage, zum Beispiel das Mandatory City tun wir jetzt nochmal weg, hätte ich gesagt. So. Du, 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 du.
Ja, wahrscheinlich refreshen vorher. Ah, das City habe ich gar nicht geprüft. Ah, ihr seht es eh. Das war eigentlich das Thema. Ich bin ein Depp. Das kann ich aktiviert lassen. Aber City habe ich gar nicht geprüft. Deswegen ist zwar jetzt nur als rot markiert. Aber selbst wenn ich jetzt hier einfach die drei Sachen mal fülle, geht es natürlich wunderbar durch, weil der Name ist länger als drei. Das ist ja die eine Prüfung. Und es gibt dann Vor- und Nachnamen, der gefüllt ist. Das sind die, was ich jetzt abgeprüft habe. City ist ja nur gesetzt im UI. So, und jetzt könnte man natürlich diese Prüfung hinzubauen hier beim Validate Name. Eben noch einmal ein weiteres If, und ich werde schon sehen, das wird dann relativ umfangreich. Und da gibt es eine bessere Methode, und deswegen deaktiviere ich jetzt diese Prüfungen hier wieder. Ja, diese statische Mandatory Checks. So, und sage wieder aktivieren. Und sage dahinter tue ich meinen Return-Weg, weil hier habe ich einen Code, das habe ich jetzt genau vor dem Webinar, ich glaube in 20 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, von einem Blog von André Fischer, den ich danach gleich sage, reinkopiert und kurz angepasst. Der macht nämlich genau das, dass er das dynamisch macht. Also der liest jetzt die Eigenschaften, die Permissions von diese Einstellungen, welches Feld jetzt mandatory ist oder nicht mandatory ist, und loopt über diese Felder drüber und prüft Feld für Feld durch. Wie ihr seht, da drin ist kein statische Prüfung mehr von meiner Komponente, sondern es wird zur Laufzeit gelesen und dann wird entsprechend geprüft und halt dann eine Fehlermeldung ausgeben, muss Feld nicht gefüllt oder etc. So, das probieren wir jetzt auch nochmal kurz. Hast du noch einen Fehler in deinem Coding? Da war noch was rot. Activation Paint with Errors. Da habe ich natürlich Du hast das Loop mitgenommen. Tester Das, da. genau. Danke. Gut, dass immer zwei Kollegen so gut aufpassen. So, noch einmal. Der Domi Und wollte dann aber ist. nichts sagen, ja? Der wollte ich voll reinlaufen lassen. Nein, er hat schon meinen Fuß unten immer umgehauen zu mir. Und ich habe nicht gewusst, was er meint. Hast gedacht, den will ich anmachen, Ja, genau. ja? Ja. Okay, also das Go geht noch. Jetzt machen wir das Create. So, jetzt machen wir hier noch einmal Create. Und ihr seht, es muss halt nicht versorgt, nicht gefüllt, Name zu kurz. Das ist ja die Prüfung, die habe ich oben lassen, wenn ihr euch erinnert. Also, das sind jetzt natürlich die Fehlermeldungen. So, die drei, diese Prüfung auf den Namen habe ich lassen, aber die zwei Fehlermeldungen, die kommen jetzt aus diesem dynamischen Coding. Und wir könnten jetzt natürlich auch weitere Fehler dann zum Mandatory-Feld machen, wenn wir wollen. Übrigens, so schaut es aus jetzt in einer neuen Umgebung. Das heißt, die Fehlermeldungen sind klickbar. Ich hab das Feld, es wird versorgt, es also wird richtig umrahmt, rot und so weiter. Das ist eigentlich eine riesige Neuerung, weil ich habe früher nur mit 1909 gearbeitet und da gibt es nichts in der Richtung. Das ist natürlich jetzt von der Usability super. Sondern auf jeden Fall jetzt mit diesem Coding ist dann die Möglichkeit da. Jetzt brauche ich eigentlich da hinten mich nichts mehr drum kümmern. Das passt so, wie es ist. Und ich brauche eigentlich nur mal hier vorn weiter an meinen Mussfällen arbeiten, warte, jetzt sehr müde. Dann kann weitere Felder hinzufügen. Das Einzige, was man nicht vergessen darf, ist, wenn ich hier neue Felder mit Instance hinzufüge, auch die Felder immer in der Validation-Methode dazu nehmen, weil sonst wird es natürlich nicht ausgeführt dort an der Stelle. So, und den Block, den zeige ich auch noch kurz, weil den habe ich noch offen. Und vielen Dank dafür, lieber Herr André Fischer. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, weil genau da ist alles erklärt noch einmal. Und unten, und ich habe es extra nochmal nachgespielt heute, muss ich nur wirklich hierher gehen. Und genau diesen Teil sozusagen noch und noch kopieren, ist super erklärt, super kommentiert und liefert einem genau das, was man braucht. Du hast es übrigens geschafft, drei Teilnehmer mit deinem Beispiel auszugrenzen, weil wir haben drei Leute, die einmal Echt? mit Li, Ak und Tan sich bei dir nicht anmelden könnten. Okay. Ja, wenn denn dreistellig bei der Prüfung, beim Ach Ara. so. Dreistelliger Okay, Nachnamen. sorry. Ich werde es sofort ändern, okay. Okay, aber ihr versteht das Prinzip. Also mit diesem Coding, ich hoffe, dass vielleicht, ich weiß nicht, ob jemand von der SAP noch da ist, auch vielleicht macht sowas die SAP einmal im Standard in Zukunft, dass man sich gar nicht mehr darum kümmern muss. Aber es ist eigentlich nicht so schlimm. Es ist okay. Es ist ein bisschen Copy-Paste, aber man hat es in einer halben Stunde drinnen und das funktioniert. Man kann dann wirklich damit arbeiten. Ja. Habe ich schon zwei, dreimal jetzt verwendet und heute eben noch einmal extra gemacht, dass man weiß. Also die Erfahrungen sind damit gut. Okay. Aber das heißt, wenn ich das ganze Customizing steuerbar mache, welche Felder ich Mussfelder habe oder nicht, müsste ich zumindest alle aufnehmen in die Validation, dass er sagt, ich fahre mit alle Feldern in die Validation ein und dann kommt dort Das, nichts zurück oder nicht. genau, das jetzt schon an der Stelle. Und da hoffe ich eben, dass mit dem Release 2024, 2025, 26, was auch immer, irgendwann da was kommt von der SAP, wo man dann nichts mehr dafür machen muss. Aber es ist okay. Es ist wirklich völlig okay.
Ja, dann ein letzter Punkt. Ich teile eh noch immer, oder? Ja. Genau. Dann noch ein letzter Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir haben jetzt über Unmanaged geredet und haben auch gesagt, das ist nicht mehr so wichtig und es stimmt, weil mit 1909, wo wir angefangen haben, da haben wir noch sehr viel mit Unmanaged machen müssen, beziehungsweise ist, glaube ich, nur Unmanaged richtig gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Es hat sich ein bisschen was geändert im Managed-Szenario. Es ist mittlerweile dazu gekommen, das Additional Safe. Additional Safe bedeutet, dass ich zum Beispiel zusätzliche Dinge speichern kann, wie zum Beispiel einen Anwendungslog, Änderungsbelege fortschreiben kann oder Events triggern kann, etc. Es gibt diese Möglichkeit, Additional Safe in ein Managed-Szenario einzubauen. Gut und nett. Aber noch viel spannender und interessanter ist das Unmanaged Safe. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ich habe es leider noch gar nicht in der Praxis machen können, um ehrlich zu sein. Ich habe es auch nur in der Theorie, ich glaube, Sören, du hast es schon mal oder anwenden können. Vielleicht kannst du sogar ein bisschen was dazu sagen zum Unmanaged Safe, aber das Unmanaged Safe bietet mir die Möglichkeit, ich habe ein super schönes Managed-Szenario mit all diesen Vorteilen, all diesen und was ich Draft und so weiter, aber diese eigentliche Safe-Logik geht nicht auf diese Datenbank, nicht auf diese Persistent Table, die ist dann wahrscheinlich ausgesternelt, sondern ich rufe einen Funktionsbaustein auf, eine API auf oder was auch immer. Genau. Oder mach eine ganz eigene Speicherung eh in die gleiche Persistent Table, könnte auch sein, was auch immer. Und Genau, das das ist ist schon eigentlich, ein spannendes Szenario. Bitte, genau, das ist Disney. eigentlich, das ist ja eigentlich der Grund, wieso man dieses ganze Unmanaged ja nicht mehr braucht, weil beispielsweise Klassiker, Kundenauftrag, VBug, VBAP, respektive die iSales, Document etc. pp. Darauf baut man sich seine Managed-Anwendung in einer einfachen Variante und gegen diese Tabellen will man ja nicht selber reinschreiben, wäre tödlich, sondern da macht man einfach ein Unmanaged Safe. Aber dieses ganze Buffer-Handling und Co., was ja beim Unmanaged-Szenario dranhängt, das übernimmt alles das Framework. Total geil. Genau, und die Persistent Stable ist nicht nur vielleicht ausgesternelt, die muss ausgesternelt sein, sonst kannst du das Unmanaged Safe gar nicht aktivieren. Und die Verbuchung erfolgt dann in der Methode. Safe In einer Modified, Methode. in der Methode erfolgt in beiden Fällen in der Safe Modified Methode. Und du kriegst halt wunderschön rein deine Insert-Update und gelöschten Einträge und kannst da halt beim Additional Safe irgendwelche zusätzlichen Sachen machen. Und beim Unmanaged Safe kümmerst du dich halt darum, rufst deinen Fuber auf, rufst der API auf, rufst der Web-Service irgendwo auf. Also, Eine kleine vielleicht Einschränkung oder Vorsicht. Wir haben gestern experimentiert mit einer Custom Entity. Es geht so zum Teil. Es steht auch dann, die SAP oben schreibt auch schön rein, ist noch nicht voll supported, aber man kann aktivieren, man kann auch tun. Wir haben auch Teile hinkriegt dann mit dem Creator, aber noch nicht so ganz. Die Idee war nämlich, ich mache eine Custom Entity und lese mit einem anderen Papier oder mit einem Funktionsbaustein vorher die Daten nicht aus einem CDSV, sondern aus einem Funktionsbaustein vielleicht auch und verwende hinterher auch das Unmanaged Safe mit einem anderen Papier. Wir hätten es wahrscheinlich, wenn wir nur weitergemacht hätten, hätten wir unser Szenario fertig gebracht, aber okay, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also, wenn jemand überlegt, Managed-Szenario mit einer Custom-Entity, ja, könnte sein, aber genau prüfen und überlegen, ob das funktioniert. Sondern lieber managed mit den CDs-Views ganz sauber und nur das Safe quasi aushebeln, ja, übersteuern. Okay. Ich glaube, das war's jetzt. Vielen Dank. Vielleicht sind wir heute sogar mal relativ pünktlich, oder ich habe jetzt keine Uhr nur gerade. 5 Minuten drüber. 5 Minuten drüber, na perfekt. Gibt es Fragen, gibt es Wünsche, Anregungen, die wir noch vielleicht jetzt in die nächsten 2, 3, 4 Minuten beantworten können? Ich versuche mal nicht mehr zu Auch mal hier teilen. die Frage kam über die Q&A, was ich mir beantwortet habe. Die HANA Tech Night, die ist nur physikalisch vor Ort etc. pp. Okay, nur vor Ort gibt es keine Videoaufzeichnungen, gar Genau, das ist nichts. aber Ne? ganz analog, muss auch mal Ja. sein. Man Ja. kann ja auch schlechtes Bier über die Leitung schicken, ne? Das macht ja keinen Spaß. Ja. So, unser nächster Webinar wird. Wann haben wir das nächste eigentlich geplant jetzt? Ja. Müsste da Ende Juni sein. Ja, wir haben das jetzt um ein paar Wochen verschoben. Ich glaube, wir hätten sogar im Mai geplant, aber jetzt kommt dann die AWA-Conf dazwischen. Also beim nächsten Termin müssen wir schauen, wie wir das für die Termine machen, weil die AWA-Conf ist auch wichtig und da ist noch viel zum Tun und vorzubereiten. Vielleicht noch einmal der Aufruf, alle, die Interesse haben, sich anzumelden, zu registrieren. Wäre schön, wenn wir den einen oder anderen vor Ort sehen würden. Ja. Sonst Wenn es keine Fragen gibt, haben wir alle, glaube ich.
Haben wir es alle verschreckt? Dann würde ich Es sind sagen, aber zumindest noch ein paar Leute da, ne? Also von daher, ja, jetzt könnte ganz so man schlimm denken, war es wohl nicht. möglicherweise sind die eingeschlafen und deswegen noch nicht ausgestiegen. Von Na, daher. dann würde ich sagen, Ja, da kommen Sie super, wie immer. Danke, wunderbar. Alles klar. vielen Dank, schönes Wochenende. Wir sehen uns sicherlich demnächst bei einem der nächsten Online-Events oder spätestens im Waldorf. Anfang Mai ist ja schon die Dev Days. Ah, die Dev Days, genau. Ja, aber Dev Ich Days. bin dabei, du bist auch dabei, Sören, gell? Dann sehen wir uns dann eh wieder in Wiesloch, hast du es, glaube ich, oder? Das ist ja eh alles Waldorf quasi im weitesten, oder? Waldorf, Wiesloch, Ja, Mannheim. So. Salzburg ist ja auch direkt vor Wien, Stimmt. ne? Okay, Das gut. war gut. Super, viel Passt Spaß. Ciao. super. Danke Danke fürs fürs Dabei Dabei sein. sein. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.